Heyo und herzlich willkommen zurück bei Ricks, dem zweiten Let's Play. Wir spielen wieder Power Slam. Ich finde, eins der besten Spielmodi von Ricks, weil einfach alles dabei ist. Erst der Kampfaspekt und dann, oh, wie nennen wir es am besten, zielstrebig aufs Tor zurennen und den Korb verwandeln. Ja, von mir aus können wir starten. Die Brille festziehen. Und dann wollen wir mal loslegen. Dirty String. Mit seinem Vampire. Hier muss ich sein. Hoffentlich haben wir nochmal die Wahl zu kalibrieren. Eigentlich müsste ich so sitzen, aber Moment. Kommt mein Kopf aus der Schulter. Ach komm. Jetzt aber. Lasst mich rein. Ich bin gespannt, ob wieder Diaz und der andere im Spiel sind. Wenn ja, glaube ich, die beiden schaffen es nicht mehr ins Real Life zurück. Oh komm. Bin leider ziemlich ungeduldig und warten ist einfach nicht meine Stärke. Oh fuck, jetzt habe ich es abgebrochen. Ja, Ungeduld. Power Slam. Ist einfach nicht gut und meistens zerstört man sich. Das Beste. So, jetzt warten wir wieder. Nutze die Zeit vielleicht noch die Brille kurz abzuziehen. Vielleicht lässt sich dann nochmal neu kalibrieren. Mal schauen. Ja. So. Jetzt die Sitzposition ein bisschen verändern. Müsste passen. Dann warten wir immer noch auf Mitspieler. Ha, Chief. Was sagst du dazu? Nichts sprachlos. Ja, noch ein bisschen sparen. Oder reicht schon für einen neuen Rick? Wer weiß. Finde ich ganz lustig gemacht mit der Anzeige. Wenn man den Controller mal hochstellt, sieht man sie, so klappt man die Anzeige weg. Allgemein das Spielprinzip finde ich nicht schlecht. Was mich jedoch stört, warum hängt da immer noch ein Kabel dran? Warum macht man sowas nicht mit Bluetooth? Und warum fehlt einfach ein gescheites Display? So direkt in der Mitte ist alles scharf, aber wenn ich jetzt nach außen schiele, gerade zum Bildschirm rechts oben, habe ich einfach sehr starkes Kantenflimmern. Nur beim direkten Fokussieren. Da hätte ich mir mehr erwartet. Ich wäre auch bereit, wäre auch einer von denen gewesen, auch deutlich. Also 600 Euro für die Brille gezahlt hätte, Hauptsache sie funktioniert. Und das Beste vom Besten. Haltet euch lieber fest, Leute! Könnte ich erwarten. Dieses Match hat das Potenzial zum Klassiker! Und los geht's! So, wir starten gleich. Piloten, startet die Motoren! Aber ohne Kollegen ist alles gut. Auf los geht's los! Es ist Zeit für Power Slam!
Dank der schwierigen Rampen hat Rio den Ruf einer Hardcore-Power-Slam-Arena. Wir dürfen gespannt sein, wie die Teams sich hier schlagen. Die Typhoons holen den ersten Takedown im Spiel. Das könnte ihnen im Falle eines Tiebreaks helfen. Ein Typhoon Rebound zum Tor. Hab's geschafft. Los, weiter. Versucht zu gucken. Und wir laufen auf den Korb zu und mache ich das erste Ding? Ich hoffe ja, aber. Ja, da ist es. Ein starker Tor von Ridley-Piloten. Klasse gepunktet. Die Grizzlies liegen vorne. Der Spielstand ist 1:0. Können die Tankuren jetzt noch aufholen und das Blatt wenden? Drei Schicks auf in Serie. Super. Einsatz des Cockpits läuft. Ja, perfekt. Du bist startklar. Lass die Typhoons nicht funken. Achtung, dieser Typhoon ist im Overdrive. Fast geschafft. Los, weiter. Ein Grizzly Rig versucht zu funken. Ein Teamkamerad ist unterwegs zum Tor. Hilf ihm. Ein Tor! Der Grizzly-Pilot macht den Punkt! Klasse gepunktet! Die Grizzlies holen sich früh im Spiel die Führung! Gar kein Fall gut. Der Punktestand liegt bei 2:0. Der Grizzly-Pilot macht den Punkt! Und ein Tor! Der Punkt der Grizzlies sinkt. Sie dürfen sich nicht aus. Was macht er da? Warum ist denn hier? Jetzt steht's 3:1. Die Typhoons, 10 Sekunden bis zur Halbzeit. Du bist startklar. In Sicherheit gebracht. Ne, ist immer blöd, wenn die gleich mit dem Overdrive stoppen. Sie liegen in einem sehr engen Spiel knapp vor. Sie müssen in der zweiten. Und wir einfach keine kaum Chancen haben. Sieg zu sichern. Deine Punktequote ist bis jetzt großartig. Du hast mehr Punkte gemacht als jeder andere im Team und wir haben ja noch eine zweite Halbzeit. Ja. Bedeutet nichts. Solange wir nicht gewinnen. Die Piloten nehmen Aufstellung für die zweite Hälfte. Macht euch bereit. Team ist da. Wir legen gleich los. Klasse Vorlage. Ein Teamkamerad ist unterwegs. Oh, schade. Grizzly Rick im Overdrive ist auf dem Weg zum Tor. Aber egal, Diaz hat's gemacht. Diaz, konzentrier dich. Immer aktiv, jetzt raus und spiele! Schade, Fast geschafft, los, weiter! Das ist ein Tor für die Grizzlies. Er hat Geld gegeben. Der Rick sieht übel aus. Schade. Hat's gerade noch vereiteln können. Das ist ein Tor! Der Vorsprung der Grizzlies schwindet. Sie müssen aufpassen. Der Spielstand ist 3:2. Ja, war alle auf Pizzotta. Aus, bevor er punktet. Ich bin auch hier oben hin. Oh nein, schade ich jetzt nicht. Du bist startklar. Ein Teamkamerad ist unterwegs zum Tor. Hilf ihm. Das kann ein Tor für die Grizzlies werden. Oh Mann. Pass auf, ein Typhoon im Overdrive rennt zum Tor. Ein Typhoon rennt zum Tor. Noch eine Minute. Jetzt aber so. Dieser Typhoon bringt den Punkt. Was habt ihr gelacht? Das könnte ein Tor für die Grizzlies werden. Punkte. Drei Takedowns in Serie. Ein Teamkamerad. Und für die Grizzlies!
Fantastisches Tor! Die Grizzly-Pilotin erzielt ein weiteres Tor in Folge für ihr Team! Die Grizzlies haben jetzt einen kleinen, aber richtigen Punkt. Die Tycoons fehlen nur wenige Punkte, um mit dem Gegner gleichzuziehen. Du bist aktiv! Overdrive aktiv, du kannst jetzt punkten! Los, ab ins Tor! Der Grizzly Rig ist fast am Tor, will einen Punkt machen! Was für ein Tor! Klasse gepunktet! Da hält ein Typhoon Rig auf das Tor zu! Vielleicht zu spielen. Es war ein hartes Spiel. Die Grizzlies gewinnen mit komfortablem Vorsprung. Sie werden zufrieden sein. Das ist komfortabler Vorsprung. Du hast dir heute einen Namen gemacht und stehst ganz oben im Team. Hallo MVP, unser Most Valuable Player. Die Krone auf dem Kopf fühlt sich gut an, oder? Ein bisschen. Ah. Das ist überraschend. Und das Publikum tobt für den MVP des Spiels. Was für ein Triumph. Siege in dieser Division muss man sich hart erkämpfen. Und du hast dir diese Punkte heute wirklich verdient. Sie verschiebt mit der Brille. Sorry, weil ich jetzt einen Schlag abbekommen habe. Ich wollte nicht aufs Mikrofon schlagen. Aber man sieht halt nichts. Juhu, erzielt eine Sechser. Take down. Aber ich habe schon mal abgeschlossen, habe nichts bekommen. Oh nein, schnell den anderen Rick wählen. Parasite, Vampire, beiden Armen. Die Beamkanone. Geschwindigkeit ist halt hier cool und der Flugmodus. Dass einfach nicht die Chance besteht, hinterher zu kommen. Ja, hier rechts, ihn habe ich. Mal schauen. Ich hoffe, der mit dem anderen Feuerrig ist nicht in unserem Team, der die Flugfähigkeit nicht einsetzt. Ich verstehe es nicht. Das ist das Einzige, was der Vorteil von diesem Rig ist, dass er einfach fliegen kann. Gut zu erkennen hinten an den Turbinen. Dirty, dirty, dirty strain. So, ab in den Rig. Zack, zack. Waffen für den Einsatz bereit. Die Rigs sind bereit! Die Piloten sind bereit! Verehrtes Publikum, seid ihr bereit? Die Piloten sind ja nicht bereit. Für Rock'n'Roll! Ich stehe doch allein da. Piloten, volle Kraft voraus! Das Match ohne Team endet. Einsatz des Cockpits läuft. Systeme aktiv, jetzt raus und spiele. Ah, blöd gelaufen. Ah, sag mal, fuck. Das tut weh. Ich war wohl. Los, ab ins Tor! Rick ist fast am Tor und will einen Punkt machen. Los, das Tor! Schnell weg! Schönes Tor! Die Grizzlies haben die Führung. Schalte diesen Typhoon-Piloten aus, bevor er punktet. Aktuell steht es 1 zu 0. Auf der Kleine. Pass auf, ein Typhoon im Overdrive rennt zum Tor. Die Typhoon!
Zack. Es steht alles auf bei 1-1. Du bist dran. Los. Einsatz für Motion Sickness, da bin ich wirklich froh. Obwohl ich das schon merke. Ein Rig deines Teams ist beim Tor, hilf ihm! Sich drehen und gleichzeitig nach vorne fliegen, das ist dann schon hart. Irgendwo. Gerade noch geschafft. Overdrive aktiv, du kannst jetzt funken. Los, ab ins Tor! Aber ich habe nicht gepunktet. Schade, schade, schade. Ach, jetzt. Cockpit ist drin. Los geht's. Ja, dieser Typhoon-Rig wäre gestoppt. Deine Punktequote ist bis jetzt großartig. Du hast mehr Punkte gemacht als jeder andere im Team und wir haben hier noch eine zweite Halbzeit. Jetzt aber. Komm. Hoffentlich. Hätte ich lieber auf dem anderen bleiben sollen, nicht zum probieren. Was für ein Tor! Ball rein, nein, zu langsam! Lass die Typhoons nicht punkten! Jetzt aber Vorsicht, dieser Typhoon-Rig will punkten! Ich glaube, dieses Spiel. Du bist dran! Los! Schlecht aus und nein, er lässt mich nicht punkten. Ja. Toll gemacht. Der Typhoon-Rig war schon viel zu nah dran. Ja. Und Luck. Ein Rig deines Teams ist beim Tor. Hilf ihm! Weiter, du bist fast beim Tor. Ja, fast. Down. Verteidigen tun sie wirklich sehr, sehr gut. Noch 60 Sekunden übrig. Es tut immer voll weh, man erreicht endlich den Over. Lord, und dann. Ein Rig deines Teams ist beim Tor, hilf ihm! Schade. Schalte diesen Typhoon-Piloten aus, bevor er punktet. Das gibt's doch nicht! Und er macht das Ding ja. Jetzt werden wir hergespielt. Die Typhoons liegen knapp vorne. Es steht 5-2. Wollte ich nicht, aber egal. Den Grizzlies fehlen nur wenige Punkte, um mit dem Gegner gleichzuziehen. Vorsicht! Der Typhoon-Rig will punkten. Du kannst jetzt punkten. Ab zum Tor! Tolles Teamwork gegen den... Fast geschafft. Los, weiter! Ganz so nutzlos. Das war der zweite schon. Es war ein sehr knappes Spiel, aber am Ende fehlt 3-5, das sollte nicht sein. Schade. Der Spitzenrang im Team, gut gemacht. Ja. Laut Spielstatistik hattest du heute die meisten Takedowns im Torbereich. Klasse Abwehrarbeit. Es bringt nichts, aber wirklich die Quote von uns allen schlecht. Wir haben gut verteidigt. Das ist schlecht eigentlich.
Kalibrierung stimmt schon wieder nicht. Sehr klasse. Das ist übel. Ja, und dann wird das zusammengefangen. So, da wollen wir die Revanche. Das kann man nicht auf uns sitzen lassen. Ich verstehe nicht, warum es immer auf den. Elfenlutscher. Das Publikum scheint dich ja echt zu feiern. Du hast genug Fans, um deine Ruhmstufe zu steigern. Keine Ahnung, wie man das macht. 15 Millionen Follower. Ja. Eine gute Zahl. Schnell wieder kalibrieren. Jetzt habt ihr es gesehen, es ist näher rangesprungen. Sollte man eigentlich am besten vor jedem Spiel kurz auf Option drücken, dass einfach wieder alles perfekt passt und auch da, wo ihr hinschaut, ihr hinschießt. Ist nervig im Spiel. Man merkt sofort, wenn der Körper von einem nicht mehr übereinstimmt, gerade wie ihr vorhin gesehen habt, mein Kopf in der Schulter ist oder jetzt gerade im Flugzeug meine Brust auf einmal hier oben ist, dann könnt ihr davon ausgehen, es stimmt etwas nicht. Und wieder alleine in der Arena. Daran müssen sie noch arbeiten, dass echt nur 2 von 10 oder 1 von 5 Spielen mal wirklich gleichzeitig starten. Und nicht erst später. Seid ihr bereit? Und los geht's! Willkommen in der Hitze Nevadas zu einem Power Slam Spiel, das exklusiv zu werden verspricht. Blöd an der Decke ist genau auf Diaz, muss man. Auf Diaz. Du bist stark, klar. Tolles Teamwork in den Typhoon Rig. Ja. Dein Teamkamerad ist unterwegs zum Tor. Hilf ihm. Aber. Oh Mann. Schalte diese Typhoon-Pilotin aus, bevor sie punktet. Hindert ihn daran, irgendwie. Ah, schade. Das ist ein Tor! Der Vorsprung der Grizzlies schwindet. Sie müssen aufpassen. Nein, scheiße. Zwei Folge für die Typhoons ohne eine Gegenantwort. Die Typhoons können ausgleichen. 10 Sekunden bis an. Ich glaube, ich hatte auch den Overdrive, ich hab's gar nicht gesehen, so schnell. Bin ich gleich wieder zerstört, wurde. System aktiv, jetzt kommt. Das war die erste Spielhälfte. Scheiße. Ärgerlich die Führung hergegeben.
Es steht unentschieden und keine der Mannschaften kann hier die Oberhand gewinnen. Mal sehen, ob die Grizzlies das in der zweiten Hälfte ändern können. Deine Punktequote ist bis jetzt großartig. Du hast mehr Punkte gemacht als jeder andere im Team und wir haben ja noch eine zweite Halbzeit. Bedeutet aber nichts. Ein Jahr lang genauso gut scoren. Müssen wir uns mehr anstrengen. Die Piloten nehmen Aufstellung für die zweite Hälfte. Macht euch bereit. Oh, meine Brust ist nicht mehr richtig. Jetzt. Perfekt. Kalibriert habe. Hab ich geschafft, ja. Ein Teamkamerad ist unterwegs zum Zug. Du hast es fast geschafft. Das ist ein Tor. Für die Grizzlies. Ja. Ein weiteres Tor in Folge für sein Team. Oh, Mensch, Mann. Bei den Grizzlies läuft es rund und sie ziehen weiter nach vorne. Schade. Nein, und sie gleichen wieder aus. Das gibt's doch nicht. Und die Typhoons lassen ihrem Tor sehr schnell das nächste folgen. Gleichstand. Schalte diese Typhoon-Pilotin aus, bevor sie funktioniert. Ja, dieser Typhoon-Rig wäre gestoppt. Ein Hindernis über dir blockiert deinen Ausstieg. Neuer Einsatz, bereit machen. Cockpit ist drin. Los jetzt. Ja, der ist gegeben. Der Rig sieht übel aus. Ein Teamkamerad ist unterwegs zum Tor. Mach das Ding, komm. Bitte. Ja. Schon geahnt. Dass ich den vielleicht machen kann. Dieses Spiel weiterhin fest in der Hand. Aktuell steht es 6 zu 5. Oh, wenn die war ich noch ein bisschen aufpassen, können sie ihnen das Spiel entgleiten. Halt ihn auf. Schalte diese Typhoon-Pilotin aus, bevor sie punktet. Du bist startklar. Das ist ein Tor. Die Typhoons haben es geschafft. Oh nein. Ich spring direkt vor ihn. Und jetzt habe ich den nächsten aufgeladen. 6 Punkte für beide Seiten. Super Vorlage. Unentschieden, der nächste Kill entscheidet. Beide Teams sind gleich auf und wir gehen in eine zweiminütige Verlängerung. Tiebreaker. Nächster Punkt bringt den Sieg. Dann probiere ich gleich auf den dünnen zu gehen oder den kleinen. Zack, die Schalte diese Zeitpunkt-Pilotin aus, bevor sie punktet. Und wir sind in der Verlängerung. Keine Neustart. Das erste Team, das ein Tor erzielt oder als letztes übrig ist, gewinnt. Wenn am Ende kein Ergebnis feststeht, wird das Team Sieger, das den ersten Takedown erzielt hat. Und das war's. Der Tiebreak bringt uns unsere Sieger. Puh, ich hab zwar nicht mitbekommen, wie wir gewonnen haben oder ob der Kill gezählt hat. Eine Siegentscheidung, aber. Du hast dir heute einen Namen gemacht. Glück gehabt. Ganz oben im Team. Ja. Wir können feiern. So, damit sage ich auch dann tschüss. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir. Und ich würde mich freuen, wenn man sich wieder sieht. Anregungen, Verbesserungsvorschläge. Also Leute, macht's gut, schönen Tag, ciao!